So, er ist auf dich geflogen. Das ist... Nein. Also wenn wir das jetzt schaffen, das wäre geil, ey. Wer will die Anmoderation machen? Wer ist der Routinier von euch? Perfekt, Freunde, ich grüße euch zur dritten Episode der wunderbaren Challenge, die den Namen trägt. Fabo? Kein Damage bekommst sonst Inventar weg. Bekommen wir ein einziges Mal Schaden, sei es Fallschaden, sei es ein einziger Hit eines Zombies, Salakis. Sei es ein Schüsschen von einem Bogen, egal ob es ein halbes Herz ist, ob es 8 Herzen sind, was auch immer. Alle Items aus unseren Inventaren werden gelöscht. Das bedeutet, mehr oder weniger müssen wir sehr gut darauf aufpassen, ob wir Schaden bekommen. Wir werden dann natürlich versuchen, das heute besser hinzubekommen als bei den letzten beiden Malen. Wobei man auch sagen muss, im zweiten Versuch, also in der letzten Episode, da kann man uns ehrlich gesagt keinen großen Vorwurf machen, weil wir hatten es mehr oder weniger zu 99,9% durchgespielt, aber dann... passierte das, was zuletzt geschah. Bisschen aushalten, es sind 3 Schüsse. Ich bin nicht tot. Nee, das ist... Oh nein. Ich hab keinen... Erst One-Hit. Ich hab... Stegi. Ich bin tot. Ja, ich kann... Ich muss laufen. Das ist... Oh nein. Und wir schneiden das jetzt rein. Ja, genau, das ist so. Let's go. Also, wie lange geht der Einschub? Ich denke, der ist jetzt vorbei. Warte noch. Ich glaube noch nicht. Man muss ja auch... Ich cutte das nicht, weißt du? Das ist jetzt, ich muss jetzt auch extra in den Himmel gucken, damit jetzt Platz ist, damit man den Clip jetzt in den Himmel so reinschneiden. Mann, du bist durchgesprungen gespielt. Wenn euch das Ganze gefällt, dann lasst auf jeden Fall gerne eine positive Bewertung da. Abonniert unbedingt unsere YouTube-Kanäle, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Habt ihr gemerkt, wie ich euch mit eingebunden habe, dass sie euch auch abonnieren sollen? Ehrenmann! Und meine Challenge kommt morgen. Und dann würde ich sagen, wir sind ja bereit und sind schon direkt in einem Dorf gespawnt. Damit sparen wir uns generell schon mal die ersten 1,5 Stunden. Denn meistens haben wir sehr viel Zeit damit verbracht, das Dorf direkt am Anfang zu finden. Freunde, ihr wisst, wie es läuft. Ganz viel Erfolg. Und Stegi, du kannst dir diesmal am Anfang verkneifen, uns am Anfang zu schlagen. Okay. So, schätzt mal, ihr könnt 5 Minuten abweichen. Was schätzt ihr, wenn wir die Challenge schaffen? Irgendwann. Bei wie vielen Minuten und wie viele Stunden werden wir insgesamt brauchen? Wenn ihr es um plus minus 5 Minuten trefft? Ach, 55 Minuten. Ich streng mich an. Okay, 55 Minuten und Fabo? Für die Challenge jetzt? Nee, für die übernächste. Oder insgesamt. Eine Stunde... 53 und 7 Sekunden. Okay. Solltet ihr das richtig erraten haben, werdet ihr tatsächlich eine kleine Überraschung von mir bekommen. Wenn ihr wissen wollt, was die Überraschung ist, dann schaut das Video unbedingt bis zum Ende. Aber was denn, wenn wir gar nicht in der Nähe sind? Bekommen wir denn trotzdem die Überraschung? Vielleicht ist die Überraschung, dass du in meine Nähe kommst. Was? Ein Wohnzimmer-Stream! Nur für euch! Weil ich brauche jetzt einfach nur ich brauche jetzt 3 Gravel. Ihr holt mal so lange schnell Holz, während ich den Gravel-Ausflug mache. Jungs, es tut mir leid, es tut mir wirklich leid, aber warum ist hier am Tag einfach ein Skelett? Juhu. Ja, okay, jetzt kriege ich den sarkastischen Fabo jetzt hier ab, der wieder so tut. Oh mein Gott. Fabo muss sich halt wirklich freuen, ansonsten kommen wir mit einer Stunde niemals hin. Das heißt, Fabo, freu dich. Ich habe mich gefreut gerade. ich habe mich gefreut. So, du willst doch direkt traden. Ich habe für jeden Bogen mit jeweils 2 Stacks Pfeilen. Geil. So, dann steht jetzt als nächstes an, Portal finden, oder? Freunde, glaubt ihr, wir kriegen es jetzt einfach ganz entspannt hin, den... Rein. Oh, Festung. Kann man das so machen? Guck mal, Basti. Geil, oder? Stark, wirklich, Stegi. Sau gut gemacht. Okay, Jungs, wir müssen jetzt wieder mit sehr viel Präzision einfach schießen. Okay. Stell mal vor, du bist einfach eine Blaze, kommst auf die Welt und das Erste, was du siehst, sind so 3 Typen, die auf dich schießen. Während sie sich hinter so einer Wand verstecken. Aber die existieren ja nur, um zu geben. Wow. Ich habe 6 Stück. Ja, okay. Einfach jetzt weg. Haben wir ja stabil gemacht. Junge, Attacke. So, nicht anders, Jungs. Ey, Jungs, haben wir irgendwie alle Partnerlook an? Guck mal, wir haben alle gelbe Chestplates. Nur einer hat die Fake-Ware an. Zieh mal die Chestplate aus. Zeig mal deine Chain, Bruder. Du hast die dicke Chain. Glitzer. Fabo, sag mal du. Ice-Out-Pinguin auf der Brust. Junge, hattest du den Kindergarten auch an dem Pullover? Sieht man das? Jo. Es geht. Theo, komm mit. Richtung Norden. Richtung Norden. Hä? Hier in die Richtung? Ja, ich würde hier runter. Oh, okay, sie ist der. Okay. Ich hab ihn. Ich hab Stronghold. Okay, Jungs, ihr wisst, wie wir das sonst auch immer gespielt haben, ja? Also, wenn wir das jetzt schaffen, das wäre geil, ey. Das wäre echt cool. Das wäre ein langer Weg, aber er hat sich dann gelohnt, ey. Alright, habt ihr alle eine T-Pose auf 3 ready? Ja. 1, 2, 3. Ciao, Leute, ich seh euch drüben. Er springt rein. Juckt ihn nicht. Schön, Stegi. Ganz langsam. Und denkt an die Enderman. Okay. Nicht die Enderman angucken, nicht in den Kopf drin gucken. Denkt auf jeden Fall an die AOEs. Nein, okay. Werft eure Sachen weg. Werft eure Sachen bitte weg. Ja, hab. Ja. Okay, warte. Ich sag euch wann. Ihr könnt. Wie? Achso, hä? Hä, warum? Wer bekommt Damage? Ich. Aber. Ich hab doch. Okay. Ich hab meinen Bogen noch.
Ich habe auch nur Bogen, leider keine Pfeile. Ja, soll ich abschießen? Ich stehe hier oben und da liegt mein Equip. Da liegt noch ein Schwert, eine Spitzhacke und ein Bogen. Siehst du das? Ja, warte. Ich habe noch keine Zeit, leider mich hochzubauen. Also die Frage ist halt, wie wir das am besten angehen. Bei mir ist eine Spitzhacke. Fabo ist der Einzige, der noch nicht geguckt hat, oder? Ja, jetzt war's das. Nein, Fabo, bei mir ist noch eine Spitzhacke. Ich weiß nicht, ob das was reicht. Eine Spitzhacke kannst du die Blöcke abbauen. Und dann könntest du zumindest schon mal Basti, genau da. Basti, ich hab Blöcke für dich. Ja, ich hab's nicht. Ich bin auf anderthalb Herzen. Ich kann nicht einmal stehen bleiben. Jetzt habe ich auch keine Dinge. Das Ding ist, eigentlich müsstest du mir ein Loch buddeln, wo ich mich reindroppen kann und wirst. Ich habe keine Spitzhacke mehr. Und dann bei den Bogen sind auch keine Pfeile mehr. Ja, okay, dann haben wir es. Es tut mir leid. Nein. Ich bin tot, Jungs, tut mir leid. Ja, war ja nicht dein. Ey, das Problem ist, habt ihr gesehen, wann ich ihn kurz angeguckt habe? Ich gefühlt. Ja, beim Runtergehen, oder? Nein, also kurz bevor ich das Inventar aufgemacht habe. Habe ich ihn angeguckt. Muss man drauf achten, bevor ich das Inventar aufgemacht habe. Da habe ich ihn angeguckt. Na egal, wir machen noch einen Try. Okay. Geht schon los? Ja, es geht los. Also, Stegi und ich kümmern uns ums Holz, beziehungsweise darum, dass wir Bögen mit vielen Pfeilen haben, damit wir im Nether relativ easy das hinbekommen. Let's go! Oh, klopf, klopf, klopf. Okay, Jungs, hört mal zu. Ich habe was für euch. Fabo? Nee. Stegi, deine Waffe. Anwesend. Dankeschön. Oh, das sieht richtig aus. Stell dich mal jetzt hier in die Ecke so ein, dann sieht es richtig aus, als wenn du jetzt gerade richtig kleiner Koch bist. Guck mich mal an. Achtung. Oh, nicht schlecht. Oh. Oh. Hä? Warte. Oh mein Gott, warte. Und jetzt nochmal. Ja, ey, Traum. Digga, Situationscomedy. Ja. Jawohl. Ja, sieht schick aus. Hau an. Ich hab ein bisschen Gefühl, wir bekommen gleich direkt Damage. Freunde! Good luck, ich hab irgendwie Angst. Ey Junge, wir haben so Festungsglück. Pass auf. Oh, da ist unser direkte Blaze. Ja, die schießt. Oh. Shoote. Oh Gott. Treffer, eins. Noch zwei. Ja, wir flüchten einfach. Achso. Okay. Was machen wir dann? Dann peek ich jetzt weiter, aber das ist halt saures Kann, wenn ihr sonst alles mal dabei habt. Alles eingesammelt. Ja, dann. Und wie war das denn? Okay, alles wieder weggeworfen. Ja, will einer reinlaufen gleich? Ja, ich kann gleich reinlaufen. Doch, machen Thanks gewinnen. Egal. Was sollen wir reinlaufen? Nein, Jungs, Mann! Du kannst hochkommen, wir haben noch alle Sachen gesaved. Ich mach weiter. Bogen. Wenn wir reinlaufen? Hier, in meinem... Ja, hä? Ich weiß aber nicht, wegen uns passiert jetzt. Ich übernehme. Items weg! Ich hab alle eliminiert. Nein, klingt jetzt nicht so. Ich seh die nicht. Basti, weg. Jetzt rein, rushen, einer. Da liegen genug safe. Bau ab, die Kacke. Ja, ich hab 10. Okay. Lass raus. Ich hab Sachen eingesammelt. Ja, nimmt einfach alle Sachen. Nimmt einfach, wir teilen in der Oberwelt wieder auf. Ich will hier einfach raus. Nächstes Mal mach ich auch. Einfach, ich bleib da oben so stehen. Und dann, wenn einer Schaden bekommt, sag ich, ja, wir hatten Schaden bekommen. Hat jemand noch eine Eisenspitzhacke? Weil wir müssen diese Emerald-Blöcke wieder abbauen. Nee. Negativ. Ja, können wir das eventuell organisieren? So, dann jetzt Schaden bekommen, wäre mega ärgerlich, Jungs. Ja, wir haben Enderperlen direkt. Gut, Jungs, dann, wie sieht's mit den Schildern aus? Ja, machen wir. Hat jemand das Eisen von euch rausgenommen gerade? Ja. Ja, hab ich. Fabo, stopp. Style-Check. What the fuck? What the freak? Alter, sind die krass. Mann, das ist halt kein Kürbisse. Kurbusso, Landele. Ja gut, Jungs, es ist sehr wahrscheinlich, dass wir nochmal ins alte Dorf zurück müssen. Aber ich würde mich ansonsten jetzt hier mal runterbauen. Ich würde eintreten in den Stronghold. Ja, bitte machen. Boah. Hä, was ist das? Hallo? Ah! Infested! Eindringen! Tot, das war's. Hui. Ja, lass ohne F3 spielen, Jungs. Wieso habt ihr nicht F3 gedrückt, Fabo? Ich hab F3 gedrückt, Junge. Bei einem Block. Guck mal, was das hier ist. Hier sind überall Blöcke, Junge. Dann war Basti hinter mir und dann war ich. Ah, ich war eigentlich schuld. Das bedeutet, dass wir noch eine Session machen werden müssen, Jungs. Dürfen, meinst du? Wir dürfen noch eine machen. Ihr dürft noch mal mit mir spielen, wenn ihr wollt. Ich lade euch noch mal ein. Oh, shit. Here we go again. Wir haben direkt einen Dorfspawn. Jungs, nicht das ganze Weizen direkt abbauen, ja? Nur ein bisschen. Ja. Weil ihr wisst selber, was ab und zu passieren kann. Vor allem können wir das ganze Weizen eigentlich auch nutzen. Wir könnten das ganze Weizen abbauen, um bei einem Farmer das auch einzutraden. Wollen wir das eventuell machen? Kriegt ihr das hin, keinen Schaden zu bekommen am Anfang? Okay. Und das reicht? Nö, aber für den Bogen auf jeden Fall am Anfang. Chill. Was ist naheliegendes? Ich glaube, ich bekomme Damage. Ich glaube, ich bin gerade auf dem Desktop gewesen, da war ein Creeper. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Der Hahn hat noch nicht gekräht. Ich weiß nicht, ob es ich wirklich war. Wenigstens wäschst du deine Hände überhaupt. Leute, ich war wirklich auf einem anderen... Ich war... Sorry. Nee, ist nicht schlimm. Ich habe jetzt die ersten 20 Emeralds schon mal verloren. Aber wir haben hier ja noch Getreide, weil wir nicht direkt alles abgebaut haben. Perfekt. Na egal, also wir traden doch nicht mal Weizen, weil das Weizen ist so gut wie weg und wir brauchen ja auch ein bisschen Essen. Ich habe jedenfalls unsere Bögen zusammen, Jungs. Das macht euch doch bestimmt richtig glücklich. Ist echt gut. Jetzt bitte kein Damage bekommen. Unsere Bögen. Mit jeweils 2 Stacks Pfeilen. Fabo, möchtest du uns eventuell dann noch sagen, wo das Portal dann platziert wird?
Gut, Stegi, wir gehen jetzt dorthin, wo das Portal ist, okay? Okay. Oh, das erste Mal, Nether, ohne direkt Dings zu haben, oder Festung. Ich würde hier nicht lang gehen, wo ihr lang geht. Ey, doch. Stegi, ich würde das generell, was du da machst, echt einfach gar nicht machen. Wirklich. Warum? Das ist Holz und da ist Lava. Und wir sind im Nether. Und jetzt, hä? Jetzt muss ich da... Was machen wir, wenn wir Schaden kriegen? Oh, no risk, no fun, oder was sagst du? Mein Junge, bist du dumm? Junge, hör doch! Da vorne ist der Spawner. So, Jungs, ihr kennt die vor. Also, ihr wisst ich aber. Ich hab keine Blöcke, ihr müsst bauen, ich schieße. Lass doch erstmal. Spawner aktiv. Wollen wir eventuell erstmal die Lava. Moment, stehen. Ich nehme doch keine. Die schießen, Obacht! Obacht. Oh, nee, guck mal hier. Achtung. Der ist spawn-trapped hier. Ah! Oh, Entschuldigung. Ja, aber komm, da kann ich jetzt wirklich nichts für. Natürlich war das mein Schuss, aber das war ja auch mein Peakloch. Weiter geht's. Wollen wir direkt weitermachen? Ja. Ja. Okay. Digi, wir fassen nur am Start. Oh, 1,5 Stacks vielleicht. 1,5? Ja, das passt doch. Komm doch zurück. Ich bin direkt am Dorf. Hä, warum wurde... Basti schuld. Ja. Ich hab nach oben geguckt, da war da halt ein Loch neben dem Haus. Und dann bin ich runtergefallen, Real Talk. Das war richtig scheiße. Egal, wir fahren einfach nochmal. Ist ja nicht schlimm. Ich nehme an, du hast kein Holz geholt, weil du seitdem an deinen Öfen stehst. Ich habe sehr viel Holz geholt und auf mich von der Seite so anzulabern. Stegi, dein Inventar ist einfach eine richtige Müllheide. Also das ist halt insane, wirklich. Ja, Bruder, dein Inventar, also wirklich, du hast da deine Seeds drin, du hast Insects dabei, du hast Saplings dabei, du hast... Nur Liederrüstung! Du hast schwarze, weiße Wolle, du hast Oak Stairs dabei. Ja! Guck mal, zack. Dann gehst du hier hin. Du machst das so und hast einen Unterschlupf zum Beispiel. So, ich bin auf Posi. Ich bin auch auf Posi. Ich bin auch auf Posi. Oh Gott, Jungs, das ist eine ganz blöde Situation. Oh Gott, ja, das ist für mich richtig doof gerade. King. Die haben überhaupt keine Spawn-Rate mehr. Ach so, haben die? Ich war gesneakt hinter... Den Block. Digi, kommst du? Ich warte auf dich. Ja, ich kämpfe mich echt langsam Berge runter und so. Bin da echt gerade vorsichtig. Was war? Hä? Items sind weg. Ja, ich weiß, aber weswegen? Hat jemand bei ihm in der Chest? Hab ich was reingelegt? Oh mein Gott, ich glaube, es war wegen mir. Ich wollte alles Obby rausnehmen und hab Doppel-Linksklick drauf gedrückt. Oh nein, ich hab was reingelegt. Ich hab mein Steinschwert reingelegt. Scheiße. Wie kannst du darüber lachen? Oh, Fabu! Oh, nein! Oh, Mann, ist das Trash jetzt. Naja, wir waren einfach auf der Stronghold-Suche. Ja, ist das schon. Wohin? Ja, es wird hier unten bei uns sein. Oh Gott, Jungs, wie viele Strongholds haben wir gefühlt schon bespielt? Also F3 offen wegen infizierter Steine? Ja, sie bin schon mal daran gestorben. Ja, das war mit einer der traurigsten Tode, finde ich. Hm, Kiste legen eher. Ja, stimmt schon. Ja, okay, so. Stimmt. Ja. Wollen wir mal hier reinluschern? Ja, wenn er nicht infiziert ist. Ich mach direkt Block. Hat sie geklappt? Hier ist ein Skelett-Spawner. Spawner? Ja, das war, glaube ich, ein Spawner. Hier ist ein Eisengitter. For real? Ja. Okay, ja. Neben den Eisengittern ist Cobblestone. Heißt das, der Spawner ist im Portalraum? Nein. Also warte mal, zeig mal. Nee, das ist jetzt nicht... Nee. Real... Oh, Jungs. Kann ich mir das mal angucken? Einfach runter. Hey, direkt dahinter ist... Was? Es ist so ineinander gespawnt und der Stronghold ist RIP. Ich glaube, es ist wirklich... Das ist unmöglich. Das habe ich noch nie... Ich lass mal durchlaufen jetzt. Oh, Jungs! Darf ich sehen? Oh mein Gott. Darf ich sehen? Aber sind die jetzt dann echt weg? Ja, es ist kaputt. Es ist kaputt. Fabo, es ist kaputt. Das kann doch nicht sein. Fabo, wir müssen einen neuen Stronghold suchen. Jungs, können wir das jetzt bitte Alter. Schaffen? Gehen wir rein? Ja, wie wollen wir es machen? Okay. Wollen wir direkt am Anfang was wegwerfen? Direkt am Anfang würde ich es nicht machen, oder? Also nur immer einen schießen lassen, dass zwei immer instant Bogen. Ich habe halt noch meinen alten Bogen dabei, ne? Den könnte ich halt direkt mal wegwerfen mit einem Stack Pfeile. Oh, stimmt, habe ich auch dabei, klar. Dann lass ihn ja am Anfang wegwerfen. Sau die Stacke und ein Stack Pfeile wegwerfen, oder? Ja, würde ich sagen. Ich habe keinen zweiten Bogen, deswegen macht ihr das ja. Alright, Jungs, ich geh rein. Und auch die Hälfte deiner Blöcke am besten, glaube ich. Okay, Leute, Fabo, komm mit. Ja. Okay. Alle weg. Nee, einer noch oben, aber jetzt ist eh in der Mitte. Ja, Mitte und jetzt bewegen. Okay, ganz weit weg am besten, oder? Ist der oben weg? Nein, ist nicht weg, glaube ich. Okay, gut. Pass mal auf, nicht, dass ihr mich da trefft. Ich bin hier hinter dem Turm gerade, weil... er ist weg, er regeneriert nicht mehr. Es sei denn, er saugt jetzt gleich dran. Nee, ist weg. Er saugt nicht, stimmt.
Okay, dann schieß jetzt auch mit dem Bogen auch drauf. Aber ich geh kurz zu unserem Staff und portier nochmal durch, okay? Ja? Ja. Ja, die Port. Ey, das sieht so safe aus. Stegi, du jinxst auf so vielen Ebenen, ne? Null! Ich will es spannend machen. Pass auf, er fliegt zu euch. Fliegt zu mir. Okay, wir bleiben ruhig. Macht aber nichts, macht nichts. Wir haben wohl gerade mit Stuff weggeschmissen. Und jetzt nicht, ja genau, jetzt keine Enderman angucken. Ich gebe dir noch Hälfte der Blöcke, die sind auch wichtig wahrscheinlich für später. Kann nichts mehr machen jetzt. Ja, dann versuch einfach nicht zu sterben, please. Okay, ich hätte zur Not wieder meinen Bogen weggeworfen. Ich weiß nicht, warum er auf mich getriggert ist. Wir haben nichts mehr, oder? Ja, es tut mir leid, Jungs, aber ich habe auch gesagt, dass wir keine zwei Bögen nehmen wollen. Ich gehe Melee. Ich weiß auch wieder nicht, wann ich einen Enderman angeguckt haben soll. Ja, ich glaube Enderman wahrscheinlich dann, wenn du halt irgendwie so anders... Oder von dem hast du das Damage bekommen. Von dem Enderman anscheinend. Ja. Warte, wir schaffen es noch. Oh, schade. Und nein. Schon wieder so knapp. Oh nein. Also, keinen Schaden bekommen, Jungs. Keine Kisten alle aufmachen. Und einfach Minecraft durchspielen. Kriegen wir hin. Wir haben schon ganz andere Dinger geschafft. Alright? Yes. Stegi? Ja, ja, ja. Dann lass uns erstmal ein Dorf suchen. 1, 2, 3. Wie sieht's aus? Glaubst du, es ist nochmal eine gedroppt, Fabo? Wir haben 10 Stück. Perfekt. Alright, Jungs. Alter, dann Rückzug. Und raus. Legendär. Wer möchte dafür zuständig sein, die immer wieder zu droppen? Ich nicht. Stegi. Fabo. Komm rein, Basti. Ja, läuft doch bis jetzt super, oder? Ja, super läuft. Aber wir hatten halt auch, wenn, immer nur Probleme im Nether gehabt, ne, hauptsächlich. Und im End. Ich würde aber generell mehrere Bögen... 44. Wollen wir nicht das mit mehreren Bögen machen? Das haben wir doch gesagt damals. Oh ja, guter Call. So, dann hole ich nochmal 3 Bögen. Also ich habe 6 Bögen alternativ und dann nochmal eine Menge Pfeile. Also wir sollten jetzt ready sein. Das wäre ganz cool, wenn wir auf dem Weg zum Stronghold jetzt echt keinen Schaden bekommen, Jungs. Es müsste ziemlich wahrscheinlich jetzt hier ungefähr sein. Ja. Lass uns mal probeweise einfach mal jetzt hier runterbauen. Alright, Jungs, könnt ihr mal hier unten nochmal auf Höhe 30 ein bisschen weiter ausschwemmen mit Spitzhacken und ich werfe nochmal oben und ich sag's euch nochmal genauer, wo es ist. Ja. Wäre super nice. Könnt ihr mit F3 abbauen und eventuell auf der rechten Seite gucken, ob der dann infestet ist? So, könnt wieder. Stegi, weg, Stegi! Es leckt! Es hat geleckt! Es hat geleckt! Es hat geleckt, weil ich einen Screenshot gemacht habe! Hab ich doch, aber wir haben gerade mal eingeloggt! Deswegen wollte ich nicht nur einloggen! Mann! Er hat extra gesagt, er hat gesagt, drückt F3, wenn ihr. Ja, hab ich doch! Mann! Und dann laufst du weg und bleibst einfach stehen, guckst ihn dir so an. Oh, mal schauen, was er macht. Was denkst du, ob der mich angreift? Dankeschön, Fabo, an der Stelle. Ich hab die Enderaugen gesaved. Also, wir haben noch die Enderaugen. Okay, ich höre hier Silberfische. Du hörst du denn? Ja, markier, wir müssen so oder so zurück zum Dorf. Habt ihr alles safe? Ja. Und es ist abgebaut. Mach, BTF. Er wartet einfach. Er wollte spannend machen. Alright, sehr gut, Jungs. Das kann uns jetzt erstmal keiner nehmen. Clap. Scheiß drauf, jetzt rein! Rein in die Olga! Ich bin jetzt fast eingeschlagen, ne? Wir sind im End! Alright, habt ihr alle Kürbisse auf? Ja. Okay, dann. Raus! Okay, ihr müsst euch euren Punkt am besten markieren. Ich mach hier Punkt 1. Hier ist Punkt 2. Ich mach mir auch einen Punkt. Okay, vergesst aber auch nicht, jetzt die Dinger abzuschießen. Alright, ich hab meine Dinger weg. Er ist sehr doll bei mir gerade. Okay, ja, dann schön aufpassen. Ich hab meine auf der rechten Seite platziert, meine Bögen. Wie läuft's? Noch einen der. Einer noch. Hopp! Schön, und jetzt mit Bogen auf ihn drauf. Das wird dein letzter Flug sein. Aui. Noch einer, noch einer. Fehlinformation. Hab ihn. Und jetzt, Jungs, jetzt rauf. Gehen wir Melee? Nein, oder? Nein, oder? Nö. Aber dann passt auf, er fliegt halt an, ne? Durchlöchert ihn. Das ist dein Befehl. Hat jemand gerade einen Pfeil auf mich geschossen? Nein. Ja, was habe ich denn gerade gesagt? Nee, aber genau auf mich passt. Ich habe extra gerade auf dich geschossen. Sollen wir Mitte gehen? Ich gehe Mitte. Ich gehe auch Mitte. Ich werf meinen Bogen weg. Ich nicht. Lass Mitte. Bruder, ist der laut, Maschallah. Der Laute. Aber mitdrehen, ne? Nicht vergessen. So, ne, ich bleib stehen. Ich schieß von vorne, Leute. Nein, nicht schießen, nicht schießen. Warum? Weil... Bringt nix. Ich schieße nicht. Hä? Ich hab meine Items nicht verloren. Oh mein Gott. Ich auch nicht. Ey.
Warum ist denn die Challenge nicht aktiviert, Mann? Ich weine, werft alles weg, was ihr habt. Okay, okay. Schon mal, kürbelt euch hier hinten ab. Ja. Dann könnt ihr herkommen und einfach nur schießen. Ich schieße. Digga, ich in dem Kürbis. Aber Basti, nicht vergessen, ne? Wegen Endermännern und so. Ja, ich komm. Sehr schnell. Ich geh zurück. Daneben, er ist in der Mitte. Ja, nicht in, lasst euch nicht anfliegen. Habt ihr meine Sachen im Winter auf der rechten Seite auch durchrotiert, Fabo, da wo ich du... Ich hab gar nichts durchrotiert. Er fliegt jemand an, ja, oder so? Egal, Jungs, wir können's immer noch machen. Oh, pass auf, Pfeil! Oh mein Gott, das war so knapp, Stich. Digga! Okay, hast du's gesehen bei jetzt dir? Laufen, einfach in Bewegung bleiben. Die ganze Zeit in Bewegung bleiben. Er wird jetzt gleich einen anfliegen. Sehr schön. Jungs, wir haben's. Also, oh mein Gott, ich hab's sogar gejinxt. Ja, wo chillt er da hinten auch? Ja, ist so. Helikopter. Oh, Achtung! Ja! Alter, nach so vielen Versuchen. Junge, wir saßen insgesamt, glaube ich, über 13 Stunden an dieser Challenge. Es ist so lächerlich. Und vor allem, jetzt war am Ende einfach diese Challenge nicht an. So, es ist so. Junge. Oh Mann. Jungs, ey, wir haben es endlich hinter uns. Ich glaube, ich sehe aber schon ein paar YouTube-Kommentare bezüglich so, ey, so lange mit dem Saven. Das ist so los, ich will's. Weißt du, die letzten beiden Videos schreiben sie so, yo, leg in Kiste, jetzt machen wir es so mit Saven, so wegwerfen. Ja. Ey, Jungs, es war mir eine Freude, es war mir eine Ehre. Ey, ohne bis den Try haben wir insgesamt eigentlich ganz gut gespielt, finde ich. Kann ich auch. Hat's euch denn Spaß gemacht? Ja, es war ganz komplett wild. Jawohl, wir sind die Minecraft-Weltmeister. Aber nach der Challenge habe ich Angst, dass du dir als nächstes austränkst, ey. Oh, glaub. Ey, bin gespannt, was als nächstes kommt. Ey, ich hätte mal wieder Bock auf eine richtig große Chaos-Session, ne? Oh, nee. Ihr wisst, mit welchen üblichen Verdächtigen, die dazu noch kommen müssen. Lasst ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Arrivederci. Mon ami.